Hallo zu einem neuen Wochenvlog, ihr Lieben. Heute ist Freitag und ich war einkaufen gerade. Ja, habe schon ein bisschen Katzenfutter gekauft. Habe ich ganz günstig gefunden, deswegen hält sich ja so lang, von daher alles gut. Habe ich noch gar nicht erzählt. Genau, ist ja ein neuer Wochenvlog, stimmt. Ich kenne jetzt wahrscheinlich, wenn ich davon eine nehmen werde, habe ich schon ein Bild gesehen von der Mutter meiner Katze. Und zwar wurde ich angeschrieben. Ich hatte nämlich da so eine Anzeige geschaltet, dass ich ab Dezember dann eine Katze suche. Und ja, da hat sich jemand gemeldet. Die kriegt jetzt nächste Woche irgendwann, also Anfang September, nächste oder übernächste Woche dann Babys. Und ja, dann kann ich die am 2. Dezember, könnte ich dann als abholen. Und ich freue mich schon richtig. Oh, ich hoffe. Ja, die Mutter, muss ich sagen, sah nicht ganz so hübsch aus, finde ich, von der Hautfarbe, sage ich mal. Aber das heißt ja nicht, dass die Babys nicht so hübsch sein können. Ich warte erstmal ab. Man kann die eher erst reservieren, wenn die 3 bis 4 Wochen alt sind. Und dann kann man ja schon ein bisschen was erkennen. Und ja, dann lasse ich mir ein Bild schicken, wenn die so alt sind. Und wenn mir eine gefällt, reserviere ich sie. Ist zwar 2 Stunden Fahrt, ist bei Düsseldorf in der Nähe. Aber egal, für eine Katze, ich meine, ne, halb so wild. Ich habe jetzt auch, glaube ich, alles. Also ich habe Kratzbaum, ich habe Katzentoilette einmal in für groß und einmal schon für Babys erst. Ich habe Katzenstreu, ich habe Futter, ich habe Leine, auch ein Geschirr und halt eine Schleppleine, weil ich ja mit der Gassi gehen werde. Und Spielzeug habe ich, Näpfe, also ich habe eigentlich alles. Ich weiß, wenn ich jetzt was nicht aufgezählt habe, ich habe aber, glaube ich, soweit alles, was man braucht. Vorlage für das Katzenklo, alles, also wirklich. Ich bin gut vorbereitet und jetzt kann es dann bald losgehen. Wenn es ein Weibchen wird, ich versuche, dass es ein Weibchen wird, werde ich sie jetzt doch nicht Cleo, also Cleopatra nennen, weil ich glaube, dann würde ich sie halt öfter wirklich Cleo nennen und keiner wüsste, was das bedeutet. Ich werde sie wahrscheinlich noch Fritete nennen. Ja, aber ich warte erstmal ab, wir warten mal. Ich werde euch immer wieder berichten. Wenn es was Neues gibt zu der Katze und die wird so um die 600 Euro kosten, was recht günstig für eine Sphinxkatze ist, ist verhandelbar, also ich denke 550 werde ich hinkriegen, aber wie gesagt, das ist für eine Sphinxkatze verdammt günstig, also ich habe da welche gesehen, ich habe vorher immer auf eBay Kleinanzeigen geguckt, weil da haben wir auch unsere Hunde her und da gab es Sphinxkatzen erst so ab 1000 Euro wirklich, ne? Und dann war ich halt auf so einer kleineren Tierseite und da gab es die dann auch für 600 und ich meine, schon ein großer Unterschied, von daher, ich freue mich richtig, richtig doll, wenn es dann endlich soweit ist und ich meine Katze abholen darf. Und jetzt werde ich ein paar Videos gucken und meine geliebten Pommes mir schmecken lassen. So. Und ja, heute Abend geht es mit Jana wieder ins Kino, denn jetzt kommt wieder der nächste Horrorfilm und zwar Annabelle 2. Und da werde ich euch wahrscheinlich mit hin mitnehmen. So, ihr Lieben, Planänderung. Ich glaube, das habe ich nämlich noch nicht erzählt. Ich habe gesagt, ich gehe heute ins Kino, Annabelle gucken, aber davor, wir nehmen jetzt noch die spätere Vorstellung und dann gehen wir jetzt noch Skischauen. Und ja, ich werde jetzt sofort von Jana abgeholt und deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg. Thank you.
Hallo ihr Lieben, es ist der nächste Morgen, ich bin eben erst aufgewacht und der Film gestern, also wir haben ja Annabelle 2 geguckt und es war jetzt seit langem mal wieder ein Film, wo ich so dachte so, gleich passiert was Schlimmes, aber so ein bisschen doller halt, ne? Also ich fand ihn nicht schlecht, also auf jeden Fall war es einer der besseren Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe, aber bald kommt noch Saw und das wird alles toppen, also besser als Saw ist glaube ich nicht möglich, also ja, freue ich mich schon richtig drauf. Und meine Mama kam eben rein und hat gesagt, dass sie mir was bestellt hat für meine Wohnung. Und zwar, ich habe ja schon einen Kratzbaum für meine Katze. Aber sie hat noch sowas gefunden im Internet. Und sie mag keine Katzen, deswegen ist das sehr seltsam, dass sie mir was für meine Katze schenkt. So ein Katzenbett, was irgendwie so aussieht wie so ein Tippi. So richtig süß für 80 Euro hat sie mir einfach mal gekauft. Das ist mega lieb von ihr. Und ja, ich freue mich schon richtig, wenn es da ist. Da wird es bestimmt einen schönen Platz für geben. Da hat die Katze auf jeden Fall genug Sachen. Also ich habe jetzt, glaube ich, alles, wie gesagt, was ich brauche für die Katze. Ich hätte jetzt auch noch ein Bett für die Katze gebraucht. Aber jetzt habe ich halt noch eins, ist auch nicht schlimm. Vielleicht möchte ich ja irgendwann noch eine zweite haben. Deswegen, ja, freue ich mich auf jeden Fall schon richtig doll drauf. Und jetzt mache ich mich fertig. Wir fahren gleich nach Osnabrück und gucken nochmal nach Haustieren, ob wir da irgendwie noch was Schöneres, was Günstigeres vielleicht finden. Ja, deswegen muss ich mich kurz fertig machen. Ich habe noch Schlafsachen. Hallo, heute ist Samstag und ich war heute, wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, ich habe heute schon gefilmt, ne? Ja. Erst Haustüren angucken, war ich noch Sushi essen und ja, jetzt bin ich jetzt zu Hause, habe ein bisschen mich hingelegt. Ich habe heute übelste Kopfschmerzen wieder, keine Ahnung. Und ja, ihr kennt es vielleicht, oh, dieser Stuhl, ne, ohne Witz. Ihr kennt es vielleicht an meinem Outfit. Für mich geht es jetzt auf ein Oktoberfest, ganz spontan eigentlich. Dafür braucht man auch eigentlich Karten. Also ich habe auch jetzt eine Karte. Meine Freundin hatte, also ihr Opa, hatte noch Karten für umsonst abzugeben. Und ja, deswegen ganz spontan jetzt. Heute hat sich das noch entschieden, dass ich da hingehe. Und deswegen ziehe ich dieses Dirndl mal an. Ich habe ja noch ein anderes, was ich eigentlich lieber mag. Aber das ziehe ich jetzt heute mal an. Und das andere dann in 2 bis 3 Wochen. Ja, und jetzt muss ich mir noch Schuhe raussuchen und alles. Und danach geht es wahrscheinlich noch auf ein anderes Fest. Also ja, deswegen habe ich Wechselklamotten mit. Ich hoffe, ich habe da nichts vergessen, aber wird schon. So, hallo ihr Lieben, ist der letzte Tag vom Vlog und zwar schon Sonntag. Ich bin jetzt erst vor einer Stunde, sag ich mal, aufgestanden. So um 12:30, weil, oh, keine Ahnung. Wir waren ja gestern noch beim Oktoberfest und ich hätte ja gesagt, wir wollten danach noch woanders hin. Ich war da jetzt nicht mehr, weil, boah, ich war fertig. Ehrlich, oh, ich konnte nicht mehr. Und ja, ich hatte ja gestern schon so ein bisschen Kopfschmerzen, jetzt habe ich natürlich auch wieder Kopfschmerzen. Also irgendwie, weiß ich nicht, also die... Das Oktoberfest war eigentlich ganz cool, hat eigentlich Spaß gemacht. Aber ja, jetzt kein Bock und morgen schon wieder arbeiten, schrecklich. Ich könnte heulen. Auf jeden Fall gönne ich mir gerade einen Salat, um ein bisschen wach zu werden, sage ich mal richtig. Also ein bisschen Energie zu kriegen. Ich wollte heute auch aufräumen, es sieht hier ganz schlimm aus. Und ja, deswegen werde ich jetzt erstmal was essen, gucke dabei jetzt ein paar Videos und... Ja, ansonsten gibt es gerade noch nichts Neues.